So, herzlich willkommen heute zum letzten Juni-Seminar mit dem Titel Falsch gebucht. Einzelne Buchungen korrigieren. Anschließend kommt falsch gebucht, aufheben und neu buchen. Und dann kommt falsch gebucht, sammeln, Lastschriften neu zuweisen. Das sind also drei Teile, die eben, ja, in denen ich versuche zu erklären, was man machen kann, wenn man denn eigentlich oder wenn man einen Fehler gemacht hat. Mein Fehler passieren. Ich hatte heute ein längeres Gespräch mit unserem Steuerberater, mit Wolfgang Müller, der mir ebenfalls gesagt hat, also teilweise kann man es ja am Anfang gar nicht wissen, wo man es eigentlich hinbuchen soll. Und das bedeutet also, man kann hier nicht einmal unbedingt von falsch gebucht sprechen, sondern es kann eben durchaus sein, dass man aufgrund verschiedener Summen eben ja dann noch Sachen einführen muss oder auch nicht. Und aus diesem Grund muss das also nicht mal eben basierend auf einen Fehler geschehen. Grundsätzlich ist es aber in NetXP-Vereinen so, dass man eben in NetXP-Vereinen bereits getätigte Buchungen so lange verändern kann, bis man die eben oder bis die eben gesperrt werden. Das grundsätzliche Vorhandensein einer Buchung, also fangen wir mal von vorne an. Sobald ich eine Buchung tätige, kann ich also sowohl die Buchung selbst nochmal auflösen, nochmal neu verbuchen. Ich könnte die Buchung sogar theoretisch löschen. Das ist das eine. Das andere ist dann, nachdem eben die Buchung von einem Kassenprüfer geprüft wurde, dann kann ich mit der Buchung eigentlich fast nichts mehr machen, sondern ich kann eben nur noch das angesprochene Sachkonto ändern. Eben, weil es oftmals nötig ist, im Nachhinein ein Sachkonto nochmal zu ändern, weil sich eventuell im Verein ein bisschen was verändert hat von der gesamten Konstellation des Vereins oder eben, weil ich eventuell als Schatzmeister einen Fehler gemacht habe und einfach das falsch gebucht habe. Und dann gibt es noch eine dritte Stufe und zwar dann die sogenannte Buchungssperre. Nach der ich diese Buchungssperre eingeschaltet habe, ist es vorbei. Das bedeutet, ab dem Zeitpunkt ist es dann durch. Ich kann überhaupt nichts mehr ändern. Ich kann also weder das angesprochene Sachkonto ändern noch die Buchung an sich. Und damit entspricht also NetXP-Verein durchaus eben der GOB, also den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. In diesen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung steht auch drin, dass Sie bitte zeitnah buchen sollten. Zeitnah bedeutet, man sollte so immer alle spätestens 2, 3 Wochen buchen. Das ist nicht nur ein Grundsatz nach GOB, sondern das würde ich Ihnen auch schwer empfehlen, denn innerhalb dieses Zeitrahmens weiß man noch sehr ganz oder sehr genau, um welche Transfers es sich handelt und wo dann eventuell Transfers hingebucht werden müssen. Wenn ich aber immer warte, ein Jahr oder eventuell länger, bis ich dann meine Buchhaltung anpacke, dann dauert es natürlich dementsprechend viel länger, weil ich einen riesen Block vor mir habe. Nein, nicht nur das, sondern jede Buchung dauert mindestens doppelt so lang, weil ich nicht mehr weiß, um welchen Transfer es sich damals gehandelt hat. Also was das betrifft, haben die deutschen Finanzämter also durchaus recht, wenn sie sagen, dass man also zeitnah buchen sollte. Ja, grundsätzlich ist es bei mir im Verein folgendermaßen, und zwar bei mir ist es passiert, dass ich eben hier gebucht habe. Das bedeutet, ich habe also jetzt innerhalb meines Journals im Jahr 2016 eben verschiedene Buchungen getätigt. Das sieht man hier. Das heißt, ich habe also einen ganz großen Punkt hier oben. Das ist der Sammler aus dem Beitragseinzug und wieder andere Sammler aus Beitragseinzügen und dazwischen immer wieder einzelne Buchungen, die dann eben hier getätigt wurden. Und diese Buchungen, also sehen wir die hier nochmal, Sekunde, sehe ich oben meinen großen Sammler. Und der wird dann aufgeteilt in verschiedene andere Sammler. Und unten habe ich dann also eben eine ganze Reihe von weiteren Buchungen. Ja, jetzt ist es folgendermaßen und das auch noch relativ einfach. Das ist jetzt mal das Jahr 2000, schauen wir mal 2016. Im Jahr 2015 habe ich nicht viele Buchungen. Schauen wir uns mal das Jahr 2016 an. So, also im Jahr 2016 ist es folgendermaßen, dass ich also hier unten verschiedene Barbuchungen habe. Was ist jetzt, wenn ich eine Barbuchung beispielsweise jetzt eben auf die falsche Kostenstelle gebucht habe? Wie zum Beispiel so, Zinsen und sonstige Kapitalerträge, habe ich jetzt plötzlich eine Ausgabe von 5 Euro drin. Hier habe ich einfach einen Zahlendreher oder einen Tippfehler gehabt beim Buchen. Und zwar sollte das nicht gebucht werden auf die Kostenstelle 2100, sondern eben auf die Kostenstelle 2200. Das ist jetzt aber passiert. Mir wurde die Buchungsnummer vergeben, 387. Was mache ich, wenn ich jetzt eben dieses Sachkonto ändern will oder ändern muss?
Das ist relativ einfach. Ich suche mir die Buchung raus innerhalb eben des Journals. Also ich gehe im Journal und suche mir eben im Journal die Buchung raus, mache dann auf diese Buchung einen Doppelklick mit der Maus und habe dann eben jederzeit die Möglichkeit, diese Buchung hier nochmal zu ändern. Das heißt, also ich gehe jetzt mal hier auf eine EA-Stelle und wähle eben dann hier eine andere EA-Stelle aus. Das wären dann eben Ausgaben und zwar 2200 Bankgebühren, 2202 reine Bankgebühren. Und nachdem ich dieses geändert habe, klicke ich also innerhalb dieser Journalzeile unten auf Speichern und das war's. Das heißt, ich habe also diese minus 5 Euro von der Lotta Papst jetzt eben nicht mehr im Sachkonto 2100, sondern nur jetzt eben im Sachkonto 22002. Das ist sehr einfach. Richtig? Oder? Sehr einfach. So ist wirklich gar nichts dabei. Also das ist einfach nur Doppelklick und dann eben das entsprechend ändern. Das ist also relativ easy. So, ich habe jetzt natürlich vorher ein bisschen rumgespielt und deshalb habe ich mir da verschiedene Sachen jetzt kaputt gemacht. Sekunde. Ui. Ich muss jetzt hier nochmal schnell ganz kurz eine Brockmann so viel sagen. Macht nichts. Herr Sperl, ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ja. Sie nochmal bitten, den Mauszeiger etwas langsamer zu Ja, bewegen. das ist danke. Gut, dass mich immer jemand daran erinnert. Das ist hervorragend, weil sonst ist es wie Atmen bei mir. Okay, also ich mache jetzt mal hier nochmal eine Buchung. Ich buche diese eben auf 11.01 Spenden 40 Euro. Und wir gehen jetzt mal davon aus, also ich habe das jetzt gebucht und jetzt merke ich, oh, das war ein Fehler, das wollte ich also so nicht machen. Dann merken wir relativ schnell, dass wir also, wenn wir uns diese Buchung dann im Journal aussuchen, dass sie jetzt völliger Käse ist, weil ich das eigentlich hier haben wollte bei den Spenden. Also, das, Entschuldigung, das ist das falsch. Macht das, sucht mal kurz mal alle. Finden wir es schneller. Ich glaube, das Microsoft-Seminar hat Sie ganz durcheinander gebracht. Warum? Ja, schon. Ja. Das durchaus, ja. So, ich habe jetzt mal so eine Buchung vorbereitet und zwar wurde diese gebucht an 3130 Reparaturen Sportanlagen und das hier ist jetzt eben keine Barkasse, sondern es handelt sich also hier um eine Buchung auf einem Girokonto. Und wir wissen ja, dass es bei Buchungen auf Girokonten eben zwei Teile gibt. Einmal ist dann eben hier vorhanden der entsprechende Kontoumsatz und zum zweiten ist vorhanden dann eben die entsprechende Buchung. Und wenn ich jetzt den Gesamtwert eines Kontoumsatzes oder den Gesamtwert einer Buchung, ohne dass ich die also jetzt splitte, auf einen neuen Kostenstelle buchen will oder auf ein neues Sachkonto buchen will, wie gerade vorher eben bei der Barkasse, mache ich hier einen Doppelklick drauf und kann dann eben hier ein neues EA-Konto auswählen. Das ist, wie gesagt, relativ einfach. Was eben nicht geht, ist, dass ich das jetzt hier im Nachhinein nochmal splitte. Also ich könnte also jetzt hier nicht mehr verändern den Betrag. Was ich sehr wohl verändern kann, auch im Nachhinein, das ist jetzt eventuell der Buchungspartner oder eben der Verwendungszweck. Ist oftmals nötig, vor allen Dingen eben, um mehr Klarheit in eine Buchhaltung zu bekommen. Mir wurde auch vor Jahren schon mal von einem Kassenprüfer eben, ich sag mal so, ich wurde von einem Kassenprüfer gebeten, verschiedene Verwendungszwecke nochmal zu ändern, damit er also das dann da besser prüfen kann. Also damit eben dann auch drinsteht, für was das Ganze ist, was ich natürlich sehr gerne gemacht habe. Okay, Richterrechnung schreibt man. Und sobald ich das Ganze speichere, also wird also dann eben das hier dieser neuen Kostenstelle zugeordnet. Im zweiten Teil heute, der jetzt dann gleich folgt, werden wir uns mal anschauen,
Und zwar werden wir dann eben nicht nur diese Sachkonten ändern, sondern wir werden also diese Buchungen tatsächlich also dann korrekt, also konkret korrekt aufheben. Das bedeutet, wir tun also so, als ob es die Buchung gar nicht gegeben hätte. Wir werden dann auch den Buchungsnummernkreis zurücksetzen. Damit zeige ich Ihnen auch mal, wie es geht, dass man also dann wieder eine Buchungsnummer neu verwenden kann oder wie man eine Buchungsnummer überschreibt. Und dann werden wir also auch bereits voll verbuchte Buchungen eben dann auch nochmal splitbuchen. Aber zu dem, wie gesagt, später mehr. Und würde mich freuen, wenn wir uns gleich nochmal hören würden. Weil ich glaube, zu dem gibt es jetzt keine Frage, richtig? Nein, alles klar. Ja, okay.